Die Feuerstelle? Die Insel. Wunderbar abgelegen. Ist das Rauch? Sollten wir Alarm schlagen? Sieht kontrolliert aus. Ist wahrscheinlich nur Mr. H., der Holz verbrennt, bevor er, naja, das Camp für den Sommer schließt. Ja. Apropos, wir sollten jetzt wohl zurück. Oh ja, falls der Nick einfach ohne dich abreist. Was? Nein, aber wahrscheinlich warten alle auf uns. Mhm. Alle warten auf uns. Sie warten, ja. Nick wartet. Alle. Stimmt. Chill mal, Jacob. Ist okay. Ich hab einen vollen Akku, also... Oh, fuck, Mann. Ah, Idiot. Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Nein. Ist okay, ich besorg mir den Saft von Mr. H., bevor wir fahren. Ah, eh. Hi, Nick. Hey, wo habt ihr gesteckt? Wüsstest du wohl gern. Ignorier sie, bitte. Na los. Nur noch das Gepäck da hochhieven. Oh, hier, lass mich mal. Ich krieg ja die Tasche schon selbst hoch, danke. Ganz sicher? Ich könnte nämlich, also das wäre kein Ding. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Wir kriegen beide die Taschen schon selbst hoch. Danke. Cool. Abby, soll ich dir... Ja? Kann ich... Danke. Wo steckt eigentlich Ryan? Ja, er hat sich wahrscheinlich mal wieder grübelnd und mysteriös irgendwo verkrochen. Hier bin ich. Wieso warst du da unten? Steigt da eine Mii-Party? Ja, hab mir einen Podcast angehört. Oh, Podcast, nice, sehr cool. Welches Thema? Der hieß sicher, so lässt man andere in Frieden. Du solltest unbedingt reinhören. Geister. Geister. Eher viel, so allerhand Kryptozoologie eigentlich. Die Episode gerade eben handelte von diesem Ort. Oh, ja, du hast die Geschichte schon erzählt. Den Kids am Lagerfeuer. Die Hexe von Hackett's Quarry. Ja. Was ist die Hexe von Hackett's Quarry? Kennst du etwa nicht die Hexe von Hackett's Quarry? Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Erzähle von der Hexe von Hackett's Quarry. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Hört ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry? Ist nur eine Camping-Story für die Kids. Hier ist angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren krepiert. Sie ist im Wald, sucht nach ihrem verschollenen Baby. Und es heißt, sie würde flüstern und so weiter. Und sie... fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Und manche sagen, wenn es ihr gelingt, dich zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn. Oder killt dich, oder so irgendwie. Naja, ist nicht richtig klar. Das war die Hexe von Hackett's Quarry. Du bist bekloppt. Ist alles aus dem Podcast, Mann. Coole Story, Bro. Ach ja, kennst du eine coolere? Ah, nein, ich meinte das nicht sarkastisch. Ich kann nicht so gut erzählen. Oh, nee, ehrlich, Alter, ist nur so falsch rausgerutscht. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen, der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt dir da rum, Hacketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. H. Hopp, na los.
Schwingt endlich die Hufe! Sorry, Mr. H. Wir hatten noch Gepäck zu befreien. Hör auf! Wir wären schneller, wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du hast gefragt. Gruselstories? Die Hexe von Hackett's Quarry. Oh. Hey, Sie haben noch den Van-Schlüssel, Mr. H. Das ist wohl so. Mein Gott. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Okay. Yo, Mr. H. Was denn, DJ Dylan? Kann ich mal kurz an die Ladestation? Ich brauch ein paar Tunes für unterwegs. Nein, geht nicht. Bitte, das ist super und cool. Hey, Mann. Junge, ich bin der coolste verdammte Bro auf der ganzen Welt, Mann. Ich brauch nur Tunes für die Fahrt, Mann. Okay, jetzt hör auf. 5 Minuten? Nur 5 Minuten, das wäre genug. Mann. Er sagte nein, Dylan. Okay, ich weiß, aber ich... Wir sehen uns am Van, okay? Du, Chris, ich müsste mal kurz mit dir reden. Ich bin doch nicht gefeuert. Nein, ich wollte dich nur was fragen wegen... Sekunde, Partner, ich muss da kurz rangehen. Oh, okay. Oh, sorry. Hallo? Was? Zwei Kids sind. Ich muss aufpassen, sonst... Die sind bald weg von hier, okay? Du machst es aber ganz schön knapp. Wir wollen doch nicht... Kein Grund für so einen Stress, okay? Es wird schon alles gut gehen. Bobby und ich sind bereit. Wenn er in der Gegend ist, kriegen wir ihn. Das hält uns doch nur auf. Du weißt es, ich weiß es. Nein, sollte ich das? Er meldet sich nicht. Wenigstens ist er nicht im Weg. Apropos, je länger ich hier telefoniere, desto länger dauert es, bis ich die Kids los bin. Ja, aber klar, adios. Sorry, ich wollte nicht lauschen. Ich hab nur gewartet. Also ich meine, ich hab gehört. Ich hab nichts verstanden oder so. Alles cool, Champ, los, komm rein. Sorry, das Rausschicken tut mir leid. Kann ich helfen beim Schlüssel suchen? Nein, Ende des Sommers, bisschen busy. Also was, du wolltest was fragen? Ja, es war wegen der Animationsschule. Was denkst du, sollte ich tun? Richtig. Also, lasse ich dann besser meine Schwester bei meinen Großeltern, wenn ich auf dem Campus wohne? Meine Mom ist eigentlich nie da und dann ist Sarah ganz allein. Unsere Familie ist eh schon so klein. Familie ist sehr wichtig, Ryan. Das hier ist wichtig für mich. Weißt du, was mir wichtig ist? Der Erfolg unseres Sommercamps. Ich muss noch die Verluste vom letzten Jahr rausholen. Ängstliche Kids vermiesen mein Business. Eltern rufen entsetzt bei mir an. Albträume, Daumen lutschen, Bettnässen. Denk da besser mal dran und erzähl nicht so einen Scheiß über die Hexe von Hackett. Schalt... Dein Gehirn an, Champ. Das Ding da oben. Sorry, dass es so ernst ist. Wusste ich nicht. Keine deiner Handlungen bleibt ohne Folgen. Das muss dir bewusst sein als Betreuer, als Leader. Ja. Singt doch schön Kumbaya zusammen, okay? Was ist das? Ja, kennt ihr denn Kumbaya nicht mehr? Gibt's nicht. Ich werd älter als meine eigenen Klischees. Sag schon, Chris, was ist los?
Ich will euch nur in Sicherheit wissen, bevor die Sonne untergeht. Wieso? Es wird dunkel, Ryan, und dann sind die Straßen gefährlicher. Und Sicherheit ist der erste Schritt zum Spaß. Gib mir eine Minute. Guter Gott, verdammt, wo sind sie? Grüßt du bitte auch Caleb und Kelly von mir? Die sind einfach gegangen. Ach, du siehst sie doch nächstes Jahr. Caleb arbeitet am Schrottplatz außerhalb der Saison und Kelly weiß noch nicht so recht, was sie will. Hat ja noch ihr Leben vor sich. Die beiden kommen und gehen einfach, wie sie wollen. Teenager, habe ich recht. Eigentlich hätten wir sie beim Packen gebraucht, weil Leute fehlen. Hey, ihr kommt doch gut zurecht. Aber ich sag den beiden, dass du sie vermisst hast. Ich stehe am Van, pack sie in meine Hose, komm ins Office. Ah, da sind sie. Aha! Jetzt aber zack ich. Bring allen bei, dass es losgeht. Nicht rumtrödeln. Wie kommt es, dass du dein Faun wieder hast und wir noch nicht? Ich hab's nie eingereicht. Hättest es vorm Abgeben ausmachen sollen, Dylan. Das sind die Regeln, du Noob. Was passiert ist, ist passiert, Mann. Gut. Dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Also los geht's. Was ist denn? Ach, Alter, ich denke, ich glaube, die Karre springt nicht an, Mr. Edge. Ah, das sehe ich. Ja, Alter, das Ding ist kaputt. Okay, lass mich mal. Aber ich sag doch, das bringt nichts. Oh, vielleicht machst du was falsch. Vielleicht machst du was falsch. Ach, fick dich. Hört auf! Aufhören alle beide! Shit. Komm okay, schon, komm Alter, schon. Chill. Chill, Alter. Ach, verdammt! Ich sagte doch, ihr Kids sollt alles checken. Haben wir. Es sollte funktionieren. Tja, von könnte und sollte haben wir jetzt aber nichts, oder? Verdammt! Okay. Okay. Hey, ist doch nichts dabei, Alter. Wir bleiben noch eine Nacht hier. Nein! Nein! Du, stopp! Lass mich denken. Okay. Verdammt. Du hast recht, ja. Was? Ja, du hast recht. Oh, vergeigt. Hey, Ryan. Komm mal kurz. Sorg dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließ die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Ich bin bestimmt morgens wieder da. Und bringe euch dann alle raus. Aber es darf wirklich niemand rausgehen. Kannst du mir das versprechen? Warte, wir dürfen nicht rausgehen bis zum Morgen? Wieso? Wo gehst du hin? Ryan, ich bitte dich, vertrau mir. Ich vertraue dir auch. Kannst du das? Schließ die Türen! Und um Gottes Willen, seid leise!